1889 entdeckten Marie und Pierre Curie Radium. Wegen seiner angeblich heilenden Wirkung fügte man es zu Zahnpasta, Medikamenten, Wasser und Speisen hinzu. Wegen seines leuchtenden Grüns wurde es auch für Schönheitsprodukte und Schmuck verwendet. Erst Mitte des 20. Jahrhunderts erkannte man, dass die schädlichen Effekte des radioaktiven Radiums seine optischen Vorzüge überwogen. Leider ist Radium nicht das einzige Pigment, das früher harmlos oder nützlich erschien, sich aber als tödlich herausstellte. Dieser traurige Titel gebührt einem Trio von Farbpigmenten, die wir lange Zeit verwendeten, um uns selbst und Gegenstände zu verzieren: Weiß, Grün und Orange. Unsere Geschichte beginnt mit Weiß. Bereits im 4. Jahrhundert vor Christus stellten die Griechen aus Blei das strahlend weiße Pigment her, das wir heute kennen. Das Problem ist, dass das Blei direkt in den menschlichen Körper gelangt und sich im Blut, im Weichteil und Knochengewebe verteilt. Im Nervensystem angekommen, verhält sich Blei wie Calcium und stört dessen Funktionen, was zu Schäden wie Lernschwierigkeiten und Bluthochdruck führt. Dennoch wurde dieses giftige Pigment über lange Zeit und verschiedene Kulturen hinweg genutzt. Bleiweiß war bis ins 19. Jahrhundert die einzige brauchbare Wahl für weiße Öl- oder Temperafarben. Künstler zermalten hochgiftiges Blei zu Pulver, um die Farbe herzustellen. Daraus resultierte die sogenannte Malerkolik. Heute bezeichnet man diese als Bleivergiftung. Maler, die mit Bleiweiß arbeiteten, klagten über Lähmungen, Melancholie, Husten, Netzhautschäden und sogar Blindheit. Dichte, Deckkraft und der warme Farbton von Bleiweiß waren für Künstler wie Vermeer und später die Impressionisten jedoch unwiderstehlich. Seine Strahlkraft war unübertroffen und das Pigment war bis zu seinem Verbot in den 1970er Jahren weit verbreitet. Es klingt zwar schlimm, aber dies wirkt fast harmlos im Vergleich zu einem anderen, noch gängigerem Pigment, Grün. Die zwei synthetischen Grüntöne Scheeles Grün und Schweinfurter Grün kamen im 18. Jahrhundert auf. Sie waren viel lebhafter und heller als die faden Grüntöne aus natürlichen Pigmenten, weshalb sie bald als Malfarben sehr gefragt waren, aber auch um Textilien, Tapeten, Seifen, Spielzeuge, Süßigkeiten und Kleidung zu färben. Die Pigmente werden aus einer Verbindung namens Kupfer-2-Arsenid hergestellt. Bei Menschen kann der Kontakt mit Arsenzell Kommunikation und Funktion stören. Hohe Arsenkonzentrationen verursachen Krebs und Herzerkrankungen. Infolgedessen erlitten Arbeiter in Textilfabriken im 18. Jahrhundert häufig Vergiftungen. Und Frauen in grünen Kleidern brachen angeblich wegen der Arsenbelastung zusammen. Es hieß, dass Bettwanzen nicht in grünen Räumen lebten. Und man nimmt sogar an, dass Napoleon langsam an einer Arsenvergiftung starb, weil sein Zimmer eine grüne Tapete hatte. Die hohe Giftigkeit dieses Grüns blieb geheim, bis man 1822 das Arsenrezept veröffentlichte. Ein Jahrhundert später kam es als Insektizid erneut zum Einsatz. Synthetisches Grün war eine der gefährlichsten weit verbreiteten Farben, aber immerhin nicht radioaktiv wie Radium. Eine andere Farbe allerdings schon, Orange. Vor dem Zweiten Weltkrieg enthielt die Farbglasur von Keramikgeschirr häufig Uranoxid. Diese Verbindung sorgte für sehr schön leuchtende Rot- und Orangetöne, wenn da nicht ihre Strahlung gewesen wäre. Natürlich war uns Radioaktivität bis in die späten 1800er Jahre unbekannt, ganz zu schweigen von dem damit verbundenen Krebsrisiko. Während des Zweiten Weltkriegs konfiszierte die US-Regierung sämtliches Uran für die Bombenentwicklung. 1959 lockerte die Atomenergiekommission die Beschränkungen und abgereichertes Uran kehrte in die Keramik- und Glasfabriken zurück. Orangefarbenes Geschirr aus dem darauffolgenden Jahrzehnt kann auch heute noch gefährliche Eigenschaften haben. Vor allem altes Fiesta-Geschirr ist meist noch radioaktiv belastet. Obwohl die Werte im Regal offiziell kein Gesundheitsrisiko darstellen, warnt die US-Umweltbehörde davor, davon zu essen. Auch wenn es immer noch gelegentlich Probleme mit synthetischen Lebensmittelfarben gibt, hat unser Wissenschaftsverständnis dazu geführt, dass wir gefährliche Farbstoffe aus unserem Leben verbannen. Wenn du mehr über die geheime Geschichte der Welt, die Geheimnisse des Weltraums, seltsame Körperfragen,
die du nicht offen stellen willst, knifflige Rätsel und so viel mehr erfahren willst, dann abonniere unseren Kanal. Bleib neugierig, bleib informiert.